Hi, willkommen bei Grün Chill Barbecue und Lifestyle. Heute geht es um den Sous-Vide-Stab hier. Nach dem Video, beim letzten Mal, den Bakumir, musste natürlich ein Sous-Vide-Stab her oder Sous-Vide-Stick her. Ich habe mich für den Wenkel entschieden. Hat sehr gute Bewertung, guter Test und was der kann und wie er ausschaut. Das sehen wir jetzt. Viel Spaß! Kleiner Nachteil hier schon mal, ist alles auf Englisch, aber viel muss man ja da nicht wissen. Das sollte klappen. Ich packe ihn mal aus, schauen mal rein hier. Eine Broschüre dabei, eine Anleitung vielleicht. Ja. Die ist natürlich auf Deutsch auch unter anderem. Das ist schon mal sehr gut. So sieht das gute Stück aus. Hat nichts mit WLAN oder weiß der Gucker was zu tun, von wegen Bluetooth, brauche ich auch nicht. Der muss einfach funktionieren und seine Temperatur halten, das ist mir wichtig. Und vor allem zum Reinigen mit dem Kalk und allem ist mir auch sehr wichtig. Kann man hier mal schön das Deckelchen abmachen, dann seht ihr hier den kleinen Propeller, der macht uns das Wasser schön durcheinander, dass die Temperatur regelmäßig wird. Und das Coolste dran ist, den kann man drehen. Und dann haben wir die ganzen Innereien schön frei und können die gut entkalken oder einfach trocknen und putzen. Gefällt mir sehr gut. Heizstab natürlich. Ganze wieder drauf, wenn es denn geht, anziehen, dasselbe oben, die Plastik ein wenig aufpassen, die sind immer ein wenig heikel, sind so dünne kleine Ecken, einfahren, drehen, fertig. Was mir sehr gut gefällt, ist auch hier, man kann das gut positionieren, ob es im Topf ist oder in einer Wanne. Dann würde ich sagen, wir schließen den mal an. Ne? Ihr könnt es gut sehen. Minimum, Maximum. So habt ihr immer die Gewährleistung für die Höhe des Wassers, dass das auch stimmt. Ich habe hier noch mein Maverick am Start. Außentemperatur zurzeit 10 Grad. Legt die mal rein, schauen wir mal. Ich habe hier nicht gerade eiskaltes Wasser genommen, bisschen lau. Mal schauen, wie warm das ist. 24, 25 Grad hat das Wasser. Zeigt es hier auch schon an, 23,4. Sehr cool, das passt ja schon nicht schlecht von der Temperatur her. 25 zeigt der Maverick an. 25, 26, hier 23, 4, um die Temperatur einzustellen, von Grad oder Fahrenheit, einfach 3 Sekunden hier drücken, Fahrenheit, wieder ein Weichen drücken, dann seht ihr hier, ist der Celsius eingestellt, dann die Temperatur, gehen hier mal auf den Stick, wenn ihr langsam dreht, geht es ein Schritt langsam nach oben, wenn er schnell dreht, geht das rucki zucki. Ich nehme mal 50 Grad, dann auf die Zeit, Funktionstaste auf Zeit. Mal auf 30 Minuten,
und Start. Es fängt an zu blubbern. Das sieht schon mal sehr gut aus. Wir haben jetzt 19.50 Uhr. Dann schauen wir mal, wie lange es geht, bis wir die 50 Grad erreichen. Immer im Hinterkopf 10 Grad Außentemperatur. Nach 5 Minuten sind wir bei 36 Grad. Hier noch ein paar Daten zu dem Gerät. Temperatur Minimum 25 Grad, Maximum 99,9 Grad. Temperatureinhaltung liegt bei 0,1 Grad plus minus. Die Heizleistung ist bei 850 Watt. Die Umwälzpumpe, das kleine Rädchen, das da drin ist, macht 8,2 Liter per Minute Maximum. Stromzufuhr ist klar, 220 bis 240 Volt. Das Ganze ist aus rostfreiem Stahl, der Unterteil. Und die Pumpenabdeckung aus Polycarbonat. Das Display ist spritzwasserfest. Ihr seht hier auch unten, das läuft, die Uhr läuft noch nicht. 50 Grad eingestellt und 30 Minuten. Sobald das Wasser die 50 Grad hat, wird der Timer vermutlich gestartet. Aber das sehen wir gleich. Zum Entkalken könnt ihr Essig nehmen. Riecht natürlich stark und ist relativ teuer im Verhältnis. Da könnt ihr normalen Entkalker nehmen, wo auch zum Beispiel für die Kaffeemaschine benutzbar ist. Könnt ihr auch sehen, die Temperatur geht Schritt für Schritt konstant nach oben. Gefällt mir sehr gut. Wir sind jetzt bei 10 Minuten, ihr hört die Kirchenglocke. Es war 10 vor 7, jetzt ist 7 Uhr. 20 Grad erhitzt in 10 Minuten. Bei einer Außentemperatur von 10 Grad. Ich denke, das lässt sich sehen. Signal, dass wir die Temperatur von 50 Grad gleich erreicht haben. Maverick ist bei 50 Grad. Geht auch nicht mehr hoch. Signal zum Start für die 30 Minuten. Schauen wir noch schnell, ob der Timer nach unten geht nach einer Minute auf 29. Ja, 29. Timer ist auch gestartet. Ich denke, wir brechen hier ab den Versuch. Der Maverick bleibt bei 51 Grad. Stehen. Ich denke, das kann man gut gebrauchen so. Und dann gehen wir noch zum Fazit drüber. Ja, Freunde, dann kommen wir noch zum Fazit. 51 Grad, 50 wäre jetzt richtig, die Temperatur misst, ist dem überlassen. Ich kann da nichts mehr genau nachvollziehen, aber 1 Grad plus minus, mit dem kann ich gut leben. Gute 10, 12 Minuten von 25 auf 50 Grad hochgeheizt. Passt perfekt. Ich nehme nächstes Mal gleich warmes Wasser, dann geht es schneller. Und von der Funktion her ist der einwandfrei, funktioniert bis jetzt perfekt. Mal schauen, im Langzeittest. Ich halte euch auf dem Laufenden natürlich. Die Bedienung ist sehr gut. Sehr wertiges Gerät. Ist irgendwie um die 130 Euro, nicht das günstigste, aber guter Aufbau, Edelstahl, gut zu reinigen, Deckel, Röhrchen, wo man abnehmen kann, spritzwasserfest,
passt für mich. Und dann wird das gleich Weihnachten getestet. Ich denke, ich mache mal einen Schwertfisch schön ziehen lassen und nachher auf der Plancha ein paar Röstaromas ran. Und dann wird das perfekt. Ihr seht den Video vermutlich erst nach Weihnachten und dann kommt auch schon gleich der Schwertfisch. Ja, Freunde, wie immer würde ich mich freuen über einen netten Kommentar und über einen Daumen hoch, ein Abo nicht vergessen, in den Shop reinschauen, zwei weitere Folgen für euch und schaut wieder mal rein bei Facebook, bei Grill & Chill Barbecue, Lifestyle International. Schöne Community, läuft immer was, schöne Rezepte von vielen Bloggers, von Privatpersonen und bis zum nächsten Mal bei Grill & Chill Barbecue und Lifestyle. See ya!